Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu meiner Morgenroutine 2021, die meistens um 5.30 Uhr bei mir beginnt. Mein Tag startet immer damit, dass ich sofort nach dem Aufstehen mein Bett mache. Das gibt mir so die Disziplin, dass ich direkt am Morgen eine Aufgabe erledigt habe. Mein Wecker habe ich auch meistens immer in einem anderen Zimmer, so tendiere ich nicht dazu, die Schlummertaste zu drücken, weil wir kennen das, glaube ich, alle. Und so wache ich direkt aus dem Bett auf, mache mein Bett und kehre nicht wieder zurück. Meine Morgenroutine am frühen Morgen ist relativ simpel. Ich wasche mein Gesicht, benutze ein Feuchtigkeitsöl und putze mir die Zähne. Und meine eigentliche Hautpflegeroutine mache ich meistens erst am Abend. Nach meiner kurzen Pflegeroutine springe ich meistens immer direkt in mein Sportoutfit. Das gibt mir die notwendige Motivation, um entweder ein Homeworkout zu machen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Je nachdem, was in der jetzigen Situation natürlich möglich ist. Aber die Bewegung am Morgen gibt meinem Körper und dem Stoffwechsel einfach den notwendigen Kick, energiegeladen durch den Tag zu gehen. Ich wache auch meistens immer sehr durstig auf, deswegen trinke ich immer ein Glas Wasser und mache mir dann immer meinen allseits bekannten Bananalatte. Der ist super lecker und die, die mir auf Instagram folgen, wissen ganz genau, wie ich den mache. Ohne Witz, wenn ihr Bananalatte noch nicht ausprobiert habt, müsst ihr das machen. Jetzt werdet ihr mir sicherlich die Frage stellen, so Sammy, wie geht es eigentlich, wenn man immer so früh morgens aufsteht? Wie motiviert man sich? Wie fühlt man sich? Um in diese Routine reinzukommen, habe ich mindestens 2 Wochen gebraucht. Also unter 2 Wochen gewöhnt sich der Körper an gar nichts und die innere Uhr kann sich auch nicht einstimmen. Das ist eigentlich immer so das Beste, was der Körper dir zeigen kann, wenn er einfach aufwacht, weil er ausgeschlafen ist. Ich musste eine Routine für mich entwickeln, die eben für den Ausgleich sorgt. Aber nicht zu viel reden. Wir wollen zum Sport. Ich trainiere meistens zwischen 1 und 1,5 Stunden. Aber ich will auch ehrlich sein, es gibt Tage, an denen ich überhaupt nicht trainiere oder auch nur 15 bis 20 Minuten Sport mache. Die Hauptsache für mich ist einfach, dass der Körper in Bewegung kommt und ich diesen gewissen Ausgleich habe. Aber wenn dafür die Zeit nicht ist, dann mache ich das nicht. Das ist vollkommen okay. Das Schöne am frühen morgendlichen Aufstehen ist, dass man jeden Morgen den Sonnenaufgang erleben kann. Ich nutze die Zeit meistens, um meine Atemübungen zu machen. Das ist meine Meditation am Morgen. 5 bis 10 Minuten. Super einfach und kann jeder von euch nachmachen. Probiert's mal aus. Ich weiß, es klingt jetzt voll banal, aber Atemübungen, wenn ihr die beherrscht und lernt, wie ihr euren Atem nutzen könnt, um Stress zu reduzieren und generell einfach runterzukommen in Situationen, die manchmal eben solche Auslöser sein können, dann werdet ihr einen Schritt tun, um der Herr über diese ganzen Panikattacken zu werden. Probiert mal solche Atemübungen. Ich mache das meistens immer so 5 bis 10 Minuten am Morgen, tue dabei gleichzeitig affirmieren, Dinge, die ich gerne in meinem Leben will. Aber wirklich, ihr stellt eure Gedanken ein. Und das ist im Endeffekt nichts anderes, als was ich tue. Dass ich sage, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist, dass ich alle Ziele in meinem Leben erreiche, die ich erreichen will. Dass ich erfolgreich durchs Leben gehe, dass ich eine gute Balance im Leben habe und viele andere Dinge, die ich affirmiere. Aber könnt mir gerne mal sagen, was ihr so affirmiert. Jetzt ist kurz nach 7. Ich habe Hunger. Let's go. That is a heaven I never had. Mein
Mein Frühstück ist von Tag zu Tag immer wieder unterschiedlich. Das schreit eigentlich schon nach einem neuen What I Eat in a Day. Falls ihr Lust drauf habt, schreibt das mal in die Kommentare, damit ich weiß, wie viele von euch sowas gerne wieder sehen wollen und vielleicht ein paar neue Rezeptideen von mir haben wollen. Aber für mich ist einfach wichtig, dass es einfach sehr nahrhaft ist, dass es gute Nährstoffe sind und dass ich eben so natürlich wie möglich süße. Ich benutze hier immer einen Dattelsirup oder eine sehr reife Banane, eben um meinen morgendlichen Frühstücksporridge zu garnieren und mache dann immer alles drauf, was ich gerade eben zu Hause habe. Sieht nicht nur sehr gut aus, schmeckt auch sehr lecker und ist einfach für mich ideal, um morgens zu starten. Mir ist es mehr denn je wichtig, einfach achtsam in den Tag zu starten, bewusst mein Frühstück zu mir zu nehmen und mir diese Zeit zu nehmen. Und die Zeit habe ich dadurch, dass ich eben sehr früh morgens aufwache. Klar sieht nicht jeder Morgen bei mir so aus. Es gibt auch Tage, an denen ich eben mein Frühstück am Vorabend vorbereite, weil ich einfach weniger Zeit am Morgen habe. Das Video ist schlussendlich nur eine Darstellung meiner Morgenroutine. Und euch bleibt es frei, die eine oder andere Idee eben aus meinem Alltag, aus meiner Routine in euren Alltag zu integrieren, um vielleicht einfach euren Morgen bewusster zu starten. Nach dem Frühstück trinke ich meistens noch meinen grünen Shot. Wollen wir ehrlich sein, der schmeckt nicht sonderlich gut, ja? Aber er hat alle Nährstoffe und Mineralstoffe, die der Körper braucht. Dann suche ich mir meistens was zum Anziehen aus und setze mich an die Arbeit. Ich kann morgens immer am besten arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich da immer die meiste Klarheit habe. Wie ist es bei euch? Seid ihr Morgenmuffel? Seid ihr eher die Nachtaktiven? Wann könnt ihr am besten arbeiten? Für mich ist es einfach früh am Morgen. Und dann sitze ich meistens 2 bis 3 Stunden bei der Arbeit, bis ich dann meine erste Pause mache, etwas essen gehe und mir die Beine vertrete. There's just too much pressure. There's just too much. Girl, I never thought that this would hit me so quick and hard. I never thought I'd flip, I never thought I'd miss your heart. But this turned to shit that we can't fix, and girl. Ich habe jetzt 3,5 Stunden gearbeitet und jetzt wird es Zeit für eine Pause. Ich komme hier so gerne hin, weil das ist wie so eine Art Drive-In, das nennt sich Saddle. Und jeder, der mal nach Dubai kommen sollte, mal hierher kommen. Also A, falls ihr ein Autofan seid, hier seht ihr die krassesten Autos. Gleichzeitig gibt es hier das beste Avocado-Toast, das habe ich mir gerade bestellt mit meinem Smoothie. Und ja. Thank you so much. Und während meiner Pause, ihr wisst, was jetzt kommt, Blinkist! Ich glaube, Blinkist kennt ihr mittlerweile. Ich glaube, ich muss das gar nicht mehr wirklich introducen. Welches Thema interessiert mich heute? Ich will, was das Thema Finanzen und Investments betrifft, mich weiterbilden. Deswegen gucke ich jetzt mal. Perfekt. Und natürlich gibt es auf Blinkist auch dafür die perfekte Kategorie. Wir haben nämlich über 25 Kategorien, aus denen wir aussuchen können. Ich will euch nur ein paar nennen. Bildung, Marketing und Sales, Parenting, Entrepreneurship, Gesundheit, Mindfulness, Motivation, Inspiration, Management und Leadership, Politik, Produktivität. Also es gibt über 25 verschiedene Kategorien, aus denen ihr bei Blinkist aussuchen könnt. Ich gehe da immer durch. Also es gibt über 3000 Sachbücher und Ratgeber, aus denen man eben bei Blinkist aussuchen kann. Also es ist wirklich für jeden etwas dabei. Während ich jetzt so meine Pause habe, höre ich mir dann einfach ein Buch an. Also das kann man entweder lesen oder auch eben anhören. Innerhalb von 15 Minuten in kurzen Blinks zusammengefasst und ihr verpasst gar nichts. Also ihr habt alles Wissen aus dem gesamten Buch, als hättet ihr es komplett durchgelesen. Ich lieb's! Ich kann mich meistens nie entscheiden, weil es einfach zu viel Auswahl gibt. Wisst ihr, was das Allergeilste ist? Ihr wisst ja, ich arbeite ja schon seit Ewigkeiten mit Blinkist zusammen. Aber heute haben sie noch einen draufgesetzt. Heute bekommt ihr nämlich nicht nur 7 Tage gratis Blinkist, damit ihr es einfach mal ausprobiert, über blinkist.de/Sammy. Nein, ihr bekommt sogar 25 statt der regulären 20% auf euer Blinkist-Jahresabo. Und ohne Witz, wer jetzt nicht zuschlägt und Blinkist ausprobiert, I don't know what you're waiting for. Thank you so much. Thank you. Und so kommt das weltbeste Avocado-Toast zu euch.
Mit etwas mehr Wissen und einem vollen Magen geht es jetzt schon wieder nach Hause. Ich habe die Pause sehr genossen. Und für alle, die jetzt gefragt haben, Sammy, was hast du dir auf Blinkist angehört? Ich habe mir Der reichste Mann von Babylon angehört. Das ist ein Buch von George Samuel Klassen. Und im Buch geht es einfach um die Erfolgsgeheimnisse der Antike und der erste Schritt zur finanziellen Freiheit. Ziemlich interessantes Buch. Also falls ihr noch nicht auf Blinkist seid, könnt ihr jetzt unbedingt das Angebot nutzen. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Vor allem, ihr könnt es 7 Tage lang austesten. Lest euch das super gerne mal durch und erfahrt, warum ihr Blinkist feiern werdet. Ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause und das war meine Morgenroutine. Ich hoffe sehr, die Morgenroutine konnte euch ein bisschen inspirieren, vielleicht die ein oder andere Sache in eurem Alltag vielleicht zu verändern, produktiver zu gestalten, achtsamer zu machen. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Also hinterlasst einen, schreibt einen Kommentar und teilt gerne eure Affirmationen mal in den Kommentaren. Schreibt mir auch, wann ihr so morgens aufwacht. Würde mich mal interessieren und klickt hier auf mein letztes Video, falls ihr es verpasst habt. Das ist unglaublich schön geworden und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann, euer Sammy.